Herzlich willkommen zu meiner Karte Evolution 2.0. Wir fahren jetzt wieder zurück zum unserem Silo für Mais. Leider hat es nicht geklappt. Das ging vorne anhänglich, das hat eine andere Aufhängung. Für einen normalen Traktor macht es in meinen Augen keinen Sinn, weil, naja, wenn ich jetzt was verteilen will, muss ich das Schiebeschild mal hoch und runter machen können. Und zwar ziemlich genau. Denn nur stur von einer Ecke zur anderen Ecke schieben, macht dann keinen Sinn. Also, dauert nicht. Weil das macht nur mehr Löcher rein, als wir dann überhaupt verteilen könnten. Ne? Was ich mal schauen könnte, wäre in den Mod habe oder wo irgendwas finde für Silage verteilen. So. Wenn da was gibt. Und wenn nicht. Wir haben es jetzt voll gekriegt, fast 1000, fast 1 Million Liter. Schauen wir das auch noch. Schon wieder Stau. Vielleicht kriegt jemand eine bessere Lösung, wo er das Silo entsprechend besser vollkriegt mit Kursplay. Ich wüsste aktuell keine bessere. Nur guck auf hier. Der durchdrehende Reifen, ich ahne schon wo. Von dem großen Berg, der gerade steht, wo er nicht auch rüberkommt. So, und bis wir jetzt daraus jetzt Geld machen können aus der Silage, das dauert noch eine Weile. Das muss ja immer zugedeckt werden. Das muss ja mindestens so 3-4 Tage, da haben wir schon. Muss ja mindestens 2 Tage stehen und warten. Zumindest einen Tag. Weiß nicht, ob das das Schiebeschild nehmen und gleich nachschieben. Ich stecke mich fest. Wenn wir gleich mal mit der Nase in den anderen Traktor einsteigen und alle einschalten, wenn wir so brauchen. Ich wollte im Prinzip mit Schiebeschild jetzt das entsprechend verteilen. Aber ich musste dann entsprechend drehen sie alle Reifen durch. Das macht sich für mich nicht auch leichter, den freizuschieben. Weil er sich dann ein bisschen, wann er leichter hat. Ne? Also wenn logisch, wenn Allrad funktioniert, dann ist es besser, als wenn nur zwei Räder ziehen oder schieben, je nachdem. So. Das war ja so nicht die Absicht, dass man gleich wieder voll macht. Ne? Kante geschaffen für uns. Vielleicht. Das wäre nicht passiert, wenn wir uns gleich darum gekümmert hätten, ne?
Jetzt wird das hakelig, kann man sagen. Dann habt ihr fast keine Chance mehr. Muss ein bisschen die Spitzen wegnehmen. Und von der anderen Seite anfahren und zurückfahren. Steckt der andere wieder im Verkehr fest. Ist ja immer typisch. Aber gut. Aktuell kommt mir ganz gelegen. Also viel Geld verdienen können mit Mais ist einzig Trost. Dass der Aufwand sich auch lohnt. Fehlen alle vier, na gut. Im Grunde alle drei. Weil muss er irgendwie jetzt hier wegkriegen, den Scheiß. Alles am Rand hin erstmal. Später, wenn wir die Höhe erreicht haben, verdichten. Ja, gut. Oh. Aber die arbeiten noch, weil wir kein Geld haben. Bisschen mehr loswerden. So. Ja, kein Wunder, wenn er im Weg steht. Auslocken den Burschen.
dann nie umgekehrt fahren wird, wie es gehört, wie man logisch verstanden. Also ich weiß nicht genau, wie man einstellen könnte jetzt. Das ist ja im Prinzip deaktiviert Auto. Ist nicht. Bahnversatz, links rechts. Speyer dabei. Ein. Ein bisschen. Ne? Ich kriege den Tank noch leer. Naja, das ist nicht klar. Wo ist er? Wo ist er? Darf ich nicht fahren? Idioten, fahr da wieder hin, genau. Dann renn weg, passt eh. Doch zum Glück ist das keine Kollision. Danke, danke ganz so. Es ist da keine Kollision, ich fahre das. Und wäre das irgendwie schon so ein Kahl rauf hier. Gucken wir unsere Zeit. Na gut, hau nicht mehr bis oben. So. Das Blöde wird, das wird dunkel, ne? Ah, ich wohne ja eine Stunde noch. Ja, aber viel was. Naja, das geht kein Problem, dann wird der Schaufel schnell getan. Gibt Schlimmeres, reinfahren geht noch. Die Insel halt voll. Das nächste werden wir in der Mitte machen. Und abkippen. Mal sehen, wie er rüberkommt hier in den Haufen. Komm Junge, lass dir keine Zeit. Auch eine halbe Ladung wird dir abgenommen. Genau, wir haben mal Licht hier. Ja, da wir sind auch nicht Licht. Können wir arbeiten. Wenn er rüberkommt auf jeden Fall.
Wir machen links ran, kippen ein bisschen. Überhaupt fahren können. Machen wir gleich links dahin hier. Da sind ja Silageballen, Kinder, also ganz einfach. Kinderspiel, würde ich sagen, genau. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nur Silage und Krechtelgut. Das muss doch gegen die Butter normalerweise. Ich dürfte überhaupt keine Schnelligkeiten machen normalerweise. Startschwierigkeiten. Bin Jim. Oder nichts kommt schon. Da ist auf dem Feld, da wird gerammelt, da wird geschoben, da wird alles gemacht. Und hier, wo man ein bisschen erwarten könnte, kommt nichts. Und hier wird gleich angehalten, da wird das so freundlich gesagt, steckt hier im versteckten Verkehr fest. Ja. Macht sich das so ja noch einfacher, ne? So, was haben wir auch drin schon gehabt? 1,3 Millionen. Na, lieber nicht probieren. Mit Schwung. Durchtrainerei, das ist mir ein Stichwort, ne? Bei mir dreht man alles durch. Na gut, aber hat sich mal entschieden, da noch zu arbeiten. Zwar ein 17er ein bisschen einfacher mit Silo, ne? Aber war auch schon kompliziert. 15er war es einfach.
Welche Ideen, die machen einen Acker so einen Scheiß? Wenn du nassen Acker hast, wo du nicht mehr vorwärts kommst. Ist ja ein Wunsch vieler von so einem Feld einen Acker zu haben. So, ein bisschen verdichten, ein bisschen rüberfahren. Mit den anderen ein bisschen planieren. Ja, ist einfach. Oh, die Folge. So, Lüzer, das soll es vorher gewesen sein. Ich danke fürs Einschauen. Dann seid mal Füße mit dem Winkel. Morgen geht's weiter oder nächste Folge, je nachdem, wie von der Folge kommt. Ja, dann sagt mal tschüss. Tschüsschen, ne? Bis, ja. Ja, bis morgen oder so, ne? Tschüss.